Frau Stadtverordnetenvorsteherin, sehr geehrte Damen und Herren. Ich schließe mich zuerst mal der Kritik an, wie schlimm eigentlich die Krankenhausfinanzierung ist. Also dass eigentlich bei der Gesundheit ein Grundgut oder ein Teil der Daseinsvorsorge, dass man da überhaupt über Finanzen sprechen muss und manche Krankenhäuser ja sogar von Schließung bedroht sind. Und ja, da sind vor allem die Bundesländer, die eigentlich für Investitionen zuständig wären, gefragt. Sie tun es viel zu wenig, die verschiedensten, unter anderem Hessen. Und es wäre natürlich besser, wenn die genau solche Kosten auch übernehmen würden und vom Bund auch der entsprechende Rahmen ist, der eben nicht immer weiter Richtung Ökonomisierung drängt, gerade wenn es um Gesundheit geht. Ich bin grundsätzlich auch dafür, oder auch unsere Fraktion, klar, wenn so eine Situation ist, kann man da nicht immer ganz vereinklicken, sondern die Kommune muss sich dann schützenvoll den Betrieb aufstellen. Und es gibt ja auch andere Konzepte, wie man Gesundheit organisieren kann. Es gibt auch ein langes Konzept der Linken, das stelle ich jetzt aber gar nicht hier vor, sondern ich möchte nur kurz was zu der konkreten Vorlage sagen. Also womit wir überhaupt kein Problem haben, ist die Krankenhausapotheke. Das ist keine Frage, das braucht man. Ich finde eher den zweiten Punkt problematisch. Sie sagen, da geht es darum, zusätzliche Erlöse zu generieren, indem eben Komfortelemente und entsprechend höhere Komfortpreise vertraglich vereinbart werden. Und das sind wir schon, das ist eine Zweiklassenmedizin. Und es ist eben nicht nur das schönere Zimmer, sondern es ist auch ganz schnell die bessere Gesundheitspflege, die bessere Versorgung. Und man kennt Krankenhäuser, wo das so ist und wo es eben keine positiven Wirkungen hat. Deswegen hätten wir es schon sehr viel besser gefunden, wenn man zuerst im Ausschuss, also öffentlich, eine Debatte darüber hat, wohin steuert denn auch die GmbH, will man wirklich so einen Weg mit einer Zweiklassenmedizin mitgehen oder kann man es anders ausrichten? Genau, deswegen werden wir heute wegen diesem zweiten Punkt.